Coach Santi vom Niederfahrtum Sportverein aus dem Fitnessstudio, dem Aditon, für euch heute mit dem Workout für zu Hause. Freeletics. Was ist Freeletics? Heute sind das 6 Übungen. 20 Sekunden in der zweiten Runde. In der ersten Runde wird es etwas einfacher. Wir starten mit 15 Sekunden. Was ist die Schwierigkeit? Alle 6 Übungen machen wir hintereinander ohne Pause. Vorweg mache ich die Übung einmal vor, wie die aussehen. Dann mache ich ein Warm-up mit euch und dann legen wir mit dem Workout los. Unheimlich schweißtreibende Geschichte. Was brauchen wir dafür? Das eigene Körpergewicht, etwas Platz in eurem Wohnzimmer, eine Trinkflasche wäre optimal und ein Handtuch natürlich, weil ihr ins Schwitzen kommt. Okay, Leute, wir starten. Santi demonstriert einmal die Übungen. Erste Übung, der Mountain Climber Switch. Zweite Übung, Side Plank Crunch. Im Seitstütz die Beine überkreuzt, greift ihr weit nach unten unter euch hindurch. Genau. Geht einmal mit dem Becken runter, wieder rauf, greift unten durch, aufrichten, absenken, hoch und fertig ist der Side Plank Crunch. Dritte Übung, Jump Squats. Arme nach vorne, ihr geht tief in die Kniebeuge, springt etwas vom Boden ab. Ihr müsst nicht mit dem Kopf an die Decke kommen, aber so ein klein wenig vom Boden weg. Wird eine anstrengende Sache. Vierte Übung, Beast Holds. Im Vierfüßerstand, Knie vom Boden weg, 10 cm. Dann diagonal ein Arm, ein Bein anheben, kurz halten, 2-3 Sekunden und wieder absetzen. Genau, im Wechsel, ihr braucht sehr viel Bauchspannung dabei, werdet ihr nachher merken. Fünfte Übung, Plank-Ups. Im Stütz mit den Beinen zu den Händen springen, einmal aufrichten, wieder nach hinten gehen, Arme nach oben, tief gehen, Beine springen nach hinten und nach vorne. Sechste und letzte Übung, Single-Leg Deadlifts. Santi zeigt es von der Seite. Ihr geht mit dem Bein nach hinten, gleichzeitig mit dem Oberkörper nach unten, versucht mit den Händen kurz den Boden zu erreichen. Genau. Und dabei gehen Oberkörper und Bein gleichzeitig in die Position. Nicht zuerst den Oberkörper, dann das Bein, sondern beides gleichzeitig. Die Erwärmung. Also, Santi hat einmal die Übung vorgemacht. Die Erwärmung, die Arme seitlich raus, kleine Schulterkreise, die allmählich größer werden, so groß wie ihr das hinkriegt. Jawohl, da wird es auch schon ein bisschen schwer mit den Armen wieder kleiner werden. Schnelle, kleine, feste Kreise in der Schulter. Arme gehen nach vorne, Oberkörperrotation. Beide Richtungen, soweit wie es die Beweglichkeit in der Wirbelsäule hergibt. Genau. Becken bewegt sich nur leicht mit. Übung Nummer 3. Ihr geht in eine halbe Kniebeuge. Knie kreisen auswärts. Hände stützen auf den Knien ab. In den Beinen gebeugt. Das merkt ihr jetzt auch schon etwas in den Oberschenkeln und Richtungswechsel. Die Kreise einwärts, die Beine gehen erst nach außen, dann nach innen rein. Knie werden schön durchbewegt, genau, wunderbar. In den Oberschenkeln werdet ihr auch mit warm. Weiter geht's, Hüftkreise. Wunderbar, das Bein kommt von außen nach innen und Wechsel in die andere Richtung. Da wird gleich noch ein bisschen Stabilität im Körper aufgebaut. Andere Seite. Ihr fangt wieder an. Jawohl. Von innen nach außen. Arme ausgebreitet zum Stabilisieren. Und natürlich Richtungswechsel. Wenn ihr mal ins Schaukeln kommt, ist nicht so schlimm. Ist ja auch Sinn der Sache, dass die Stabilität hier trainiert wird. Okay Leute, vom Vorteil ist es jetzt, den Puls nach oben zu bringen, weil so sieht es dann auch gleich aus. Wenn wir das Workout machen, dann geht der Puls richtig weit nach oben. Wir haben sowieso keine Pausen, von daher wollen wir in der Aufwärmphase bleiben. Wir machen Sprints im Stehen, 10 Sekunden. Auf der Stelle sprinten.
der Nachbar hochkommt, dann war das richtig. Und zweite Übung, Sidestep. Ja, jetzt musst du schon ein bisschen Luft jagen. Und dritte Übung machen von der Seite, das Anfersen. Okay Leute, bereit? Seid ihr bereit? Und wir starten. Kurzer Schub aus der Pulle, bevor es losgeht. Ohne Pause. Wer noch nicht so fit ist, weil er 3 Wochen aussetzen musste mit dem Sport, der macht zwischen den einzelnen Übungen locker nochmal so 10 Sekunden Pause. Ziel ist es irgendwann mal, spätestens in 4 Wochen, das Ganze, die 6 Übungen ohne Pause zu schaffen. Okay, wir sind bereit. So. Ich bin es, ihr auch. Ich gebe euch den Start für die Zeit. Die Mountain Climber Switch fertig. Los geht's. 15 Sekunden laufen. Ihr macht es so schnell, wie ihr könnt. Letzten 5, 4, 3, 2, 1, Pause, beziehungsweise Übergang zur zweiten Übung, Side Plank Crunch, auf die Plätze, fertig, los geht's. Einmal absenken, hochdrücken, jawohl. Wunderbar. Erste Runde, 15 Sekunden, noch 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Seitenwechsel. Okay, es geht gleich weiter, liebe Leute, in Position, Arm hoch, fertig, Zeit, läuft. Ihr greift weit unten durch, soweit ihr könnt. Jawohl, stabil in der Schulter. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Jetzt wird es anstrengend. Übung Nummer 3, Jump Squats. Arme nach vorne, fertig und los geht's. Vier, drei, zwei, eins, geschafft. Ja, 3 Übungen habt ihr, das war Halbzeit. 4. Übung, Beast Holds. Geht eng mit den Knien, 10 cm hoch, nicht so weit vom Boden weg, Bauchspannung und läuft. 2 Sekunden, eine Seite und dann absetzen. Genau, immer die gleiche Seite ist dran. Immer die gleiche Seite. 5. 4, 3, 2, 1, Pause. Andere Seite. Fertig, ihr geht in Position und Zeit läuft. Ja, kurz halten und kurz absetzen. Halten, viel Bauchspannung. Arm stützt, die Hand stützt unter der Schulter. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Okay, Übung Nummer 5. Plank-Ups. Kommt in Position. Fertig. Los geht's. Springt nach hinten weg, springt ran. Arme hoch. Genau. Ihr macht es so schnell, wie ihr könnt. Letzten 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Wunderbar. Leute, erste Runde, den Schweiß vom Boden abwischen. Sonst wird es gefährlich. Jetzt habt ihr aber den Single Deadlift vergessen. Schnell noch dranhängen. Erste Runde war noch nicht ganz vorbei. Letzte. Single Deadlift. Fertig und los geht's. Immer die gleiche Seite. 3, 4, noch 5, 4, 3, 2, 1, Pause, beziehungsweise Seitenwechsel.
Fertig und los geht's. Eins, zwei. Versucht Oberkörper, Beine in einer Linie zu bewegen. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Pause. Jetzt habt ihr es geschafft. So, kurz durchschlafen. Zweite Einheit. Jetzt steigern wir auf 20 Sekunden. Nochmal was zu trinken. Schaut, dass der Boden rutschfest ist. Bei mir passt das jetzt. Der ganze Schweiß ist weggewischt. Ich bin bereit. Ich brauche keine Pause. Was ist bei euch? Geht was? Okay. Auf geht's zur zweiten Runde. Erste Übung, Mountain Climber Switch, 20 Sekunden. Fertig, läuft! Wunderbar. Halbzeit. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Side Plank Crunch, fertig. Und Start. 20 Sekunden, jawohl. Durchgreifen, runter hoch. Hohe Anforderungen an Stabilisation. Halbzeit ist vorbei. 5, 4, 3, 2, 1. Pause bzw. Seitenwechsel. Ihr könnt ganz kurz durchschnaufen. Andere Seite. Andere Seite? Ja, andere Seite. Hatten wir vorhin auch. Fertig. Und los geht's. 20 Sekunden auf. Jawohl. Halbzeit. Wunderbar. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Dritte Übung, die Jump Squats. Es wird anstrengend. Arme nach vorne. Fertig, los geht's. Geht tief runter, jawohl, Halbzeit. 5, 4, 3, 2, 1, Pause, geschafft. Jetzt wieder Stabilisation, die Beast Holds. Erstmal eine Seite, kommt in Position, Knie etwas vom Boden weg, los geht's. 2 Sekunden, kurz absetzen und wieder halten. Viel Spannung in die Bauchmuskulatur, schafft ihr. Halbzeit. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Pause. Kurz absetzen, einmal durchschnaufen, andere Seite und los geht's. Ja. 2 Sekunden halten, kurz absetzen. 2 Sekunden halten, kurz absetzen. Oh, wunderbar, Halbzeit. 5. 4, 3, 2, 1, geschafft. Plank-Ups. Fünfte Übung, vorletzte. 20 Sekunden und läuft. Springt nach hinten weg. Jawohl, springt ran, richtet euch auf. Arme kurz nach oben. Ihr schafft das. Halbzeit. 5. 4, 3, 2, 1, oben, wunderbar. Wenn ihr richtig außer Puste seid, ist das völlig normal. Die Single Leg Deadlift, fertig und los geht's. 1, denkt wieder dran, Oberkörper, Beine in einer Linie, kurz den Boden antippen, wunderbar. Halbzeit. 5, 4, 3, 2,
Eins, Pause, beziehungsweise Seitenwechsel. Eins und zwei und wunderbar. Beine, Oberkörper, eine Linie. Halbzeit. Die letzten 10 laufen, Leute. 5, 4, 3, 2, 1, Pause! Geschafft! Vielen Dank, Leute. Hammerharte Einheit. 15 Minuten Vollgas. Geht auf die Pumpe, geht auf die Muskeln, geht auf die Stabi. Vielen Dank. Bis zum nächsten Workout. Freeletics mit Santi, die zweite.